So. Ich habe nicht genug Mana. Ich muss aufhören, nicht, dass ich das Mana hier spamme. Aber ein paar Skelette können halt nicht schaden. Der war nämlich hinter meinem Nachtara her. Quest erfüllt. Quest erfüllt, super. Okay. Die Frage ist nur... Ah. Mana nicht ausreichend. Ich habe nicht genug Mana. Warte mal, wenn ich das hier reinsetze... Katze, was machst du denn da? Ich habe nicht genug Mana. Okay, der halt nicht, blockt nicht alle, sobald er das Ding rum hat. Okay, ich verstehe. Ist ganz gut, dass sie durch Eis verlangsamt werden. Aber trotzdem will ich nochmal einen Mana-Trank nehmen. Wunderbar. So, das kann alles mein Nachtara bekommen. Front der Offenbarung, das ist eine Questgegenstand. Oh, durchbohrender Bogen. Rüstung gegen pro Treffer um 2 verringert. Ist natürlich nicht schlecht. Weißt du was, den Bogen behalte ich mal und verzauber den in der Stadt und guck einfach mal, was da so rauskommt. 4 Rüstung, 4 Feuerresistenz, warum nicht? Und der wird wahrscheinlich erfordert, Magie 2, okay. 11, Entschuldigung. Okay, Heiltrank brauche ich nicht so viel, da kann ich nur 20 Stück stacken. Da ist natürlich die Frage, wenn ich da genug habe, wie ich das mache. Weil ich glaube nicht, dass ich so viel brauche. So, die Quest ist auch fertig. Super, 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 super. Ich höre mir gleich nochmal die Aufnahme an, obwohl ist eigentlich egal. Hey, hey, ein Buch. Ist das beste Artefakt, das ihr dort gefunden habt? Hm, interessant. Diese Zeichnungen, diese Zeichnung sieht genauso aus wie mein Zauberstab. Vermutlich gibt es da irgendeine Verbindung. Ja, ich sehe schon, ich kann das Buch damit benutzen. Portale zu allen möglichen Orten zu öffnen. Reichtum, wir kommen. Sie haben Ruhm erlernt. Ruhm, ja super. So, okay, Stufe 10, das bedeutet, ich kann hier die jetzt schon... Ich bin Alma, er freut euch kennenzulernen. Ich freue mich auch, ich bin Elaine. Und das ist mein Nachtara, der ist ganz lieb. Sie ist ganz lieb, Entschuldigung. So, warte mal, ich kann noch die Sachen verzaubern. Hier beim Alchemisten. Gegrüßet seid ihr. Passt auf euch auf. Gegrüßet seist du auch. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Überlastet. Okay, ist kein Problem. Hallo. Verzaubernde Berührung habe ich schon. So, den behalte ich. Das da. Das da kann weg. Euch auf. Warte mal, Moment. Das kann nicht sein. Den Bogen behalte ich, habe ich ja gesagt. Ich will mal gucken, ob das generell... Nein, wollte ich doch gar nicht. Moment, Moment, ganz ruhig. Das kann nicht sein. Das wollte ich nicht. 60. Gegrüßet seid ihr. Ja, 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 ja. Okay, Auf Wiedersehen.
Okay, die kann ich also nicht umwandeln. 64 Schaden pro Sekunde. Mache ich mal. Gegrüßet seid ihr. So, Mana, dann kommt das mal rüber, das rüber. Das rüber und das rüber. Mal gucken, ob das geht. Gute Reise. Okay, dann geht das vielleicht nur, wenn ich 4 einer Farbe habe. Ich bin mir da gar nicht so sicher. Ist mir aber eigentlich auch... Warte mal. Die kann ich eigentlich alle rüber, wenn ich diese Dinger hier habe. So, okay. Zaubersprüche könnten eigentlich auch verkauft werden dann später. So, die Frage ist, wie mache ich das jetzt? Achso, ich wollte ja zum... Was kann ich für Sie tun? Okay, achso, ja stimmt. Bei dem hatten wir nur die Aufgabe. Guten Tag. Guten Tag, heißt das hier. Glück ist auf Ihrer Seite. Jawohl. Machen Sie es gut. Was kann ich für Sie tun? Glück ist auf Ihrer Seite. Ich mach das jetzt mal. Mal gucken, wie lange das geht. Habe ich nicht genug Geld dafür? Ich verstehe. Gegrüßet seid ihr. Auf Wiedersehen. Ist aber okay, der Bogen, mit dem kann ich... Rüstung 2, plus 2 Chance auf kritisch Treffer, Feuerschaden, Elektrizität, wunderbar. So, das sieht schon mal ziemlich super aus. Ja, Angeln muss kommen, drauf geschissen. So, was sagt denn meine Quest? Kampf gegen Vasaka, dritte Ebene, dritte Mine, dritte Stufe der Mine. Aber ich will natürlich erstmal das hier benutzen. Jawohl. Wollen wir mal gucken, was wir hier so finden. Also wir kriegen verschiedene Sachen. Muss mal ganz kurz, bereit zum Spielen. Horizon Zero Dawn kriegt einen neuen Patch, wunderbar, ist der Patch 5. So. Halte streng gedrückt. Ah. Okay. Zielsuchender Schuss ist natürlich ziemlich unfair, wenn man das genau betrachtet, aber darf man sich nicht täuschen lassen, was das angeht. So. Ihr Begleiter hat sich auf den Weg gemacht. Ja, bei den Pilzen muss man aufpassen. Die explodieren entweder, wenn man in die Nähe kommt und machen so ein bisschen Giftschaden, oder wenn man auf sie schießt. Ah, die Frösche lasse ich mal am Leben. Ah, das ist ein besonderes Portal, da braucht mein Begleiter ein bisschen mehr. Ein bisschen länger, knapp ein Minütchen braucht es, braucht unser kleines Nachtaralein. Der ist zurückgekommen. Na super. Na, immer ein bisschen Kohle. So. Uns geht's gut. Das kann rüber. Ja, plus 2 Mana ist jetzt nicht so tragisch. Dann gehe ich lieber ein bisschen auf Rüstung. Jetzt hier ein bisschen vorsichtig vor, weil ich kenne das Portal hier nicht.
Ja, hast du es gesehen? Unser Nachtara ist hier in die Nähe gekommen und der Pilz ist explodiert. Tote Abenteurer. Okay, nicht identifizierter Ring. Was haben wir hier? Elektrizität? Ja, brauchen wir nicht. Zaubersprüche haben wir nicht genug. Okay. Hallo, ich würde gerne... Fischloch? Hallo? Ja, das ist irgendwie komisch. Das kann man bei Battle Chaser Night War auch. Ich habe einen Fisch gefangen. Du hast etwas gefangen. Blubberqualle. So, Fisch. Unser Nachtara hat sich eine Blubberqualle verwandelt. Ja, das machen die Fische. Hat jetzt nicht so eine große Bedeutung wie bei Dingsbums. Hat jetzt nicht so eine große Bedeutung wie bei Battle Chaser Night War. Kann man nämlich auch angeln und wenn man da genug Fische hat, kann man die verkaufen. Und kriegt dann Relikte daraus. Und die kann man dann beim Händler gegen besondere Sachen eintauschen. Das ist eigentlich ganz praktisch. Mana nicht ausreichend. Weil Battle Chasers. Ja, das ist auch so ein Spiel, das würde ich so gerne wollen. Das ist ein schönes Spiel. Ah, da muss ich aber auch noch mal ein bisschen was. Die Frage ist, wie lange bleibt denn mein Begleiter jetzt hier? Ich habe nicht genug Mana. Ja, das Gebiet der Ruhm, wenn ich den kille. Jawohl, es gab ordentlich Ruhm. Ja, super. Und XP. Ich mach das. Ah, Crit, das ist immer schwierig. Ich schwanke zwischen diesen beiden hier. Weil das Grundschaden, das Crit-Schaden ist natürlich super. Es wird eine relativ langweilige Skillung, weil ich halt nur die Sachen nehme. Aber mehr gibt's halt einfach nicht, ne? Ja, ist ja gut, Begleiter. Kleine Nachtharalein. So, erfordert Stufe 9. 5 Rüstung plus 3 Mana. Kann weg. Kann weg. Das andere ist so gut verzaubert, das Goldene. Das kann auch erstmal weg. Super. Ah, wieder zurückgekommen. Okay, was haben wir hier? Einfache Axt. Wunderbar. Ja, komm her, du Lümmel. So, das nehme ich mal alles mit. Mana hebe ich mir mal auf. Naja, so viel zum Thema aufheben. So ein kleiner Teleporter-Schwachmat. Warum kämpfst du gegen den Pilz? Nachtara, was soll denn das? So, hier liegen noch ein paar Sachen. Stadtportal, Schriftrolle.
So, wunderbar. Das ist ein bisschen altes Spiel, aber old but gold, sage ich immer so schön. Und wie man einfach sieht, ich habe da einfach voll Bock. Man sieht auch, dass ich jetzt hier nicht großartig Dingsbums. Jetzt nicht großartig hier das Spiel wechsel. Oder dass ich jetzt die Aufnahme irgendwie beende und mich dazu beim nächsten Mal wieder neu... Oha! Nicht ohne vorbereitetes Mana. Sorry. Okay, das Skelett kämpft gegen die Spinne. Das ist vielleicht gar nicht mal schlecht. Keine Ahnung, ob das Ruhm gegeben hat, aber es hat uns gut weitergebracht. Ich will jetzt nochmal gucken. 10 Rüstung, das andere ist wesentlich stärker. 77 Schaden ohne besondere Merkmale. Gold finden um 1% erhöht. Gold finden um 2% erhöht. Das ist schwierig, dafür hat der andere halt noch Sockel. Aber lieber ein bisschen mehr Gold als Dingsbums. Ledermantel Zitronengelb. Achso, das sind meine Skelette. Okay, ich dachte schon. Jo, ein besonderer Dungeon. Gefällt mir an sich so, wie er aussieht. Ist halt schön. Oh, schöner Crit. Geil. Das will ich sehen. Nachtara, was machst du denn da? Du hast wenig Leben, mein Schätzchen. Wunderbar. Ich habe noch 15. Ja, ich habe noch mehr als genug Zeug. Och, Mann. So, warte mal. Ein Gürtel. Oh, 94. Lundenschloss-Karabin. Ja, den verzaubern wäre natürlich super. Aber ich bin mit dem Bogen auch sehr zufrieden. Hallo, ich würde gerne den Kleinen hier treffen. Danke. So, was war das denn jetzt für ein Karabiner? Ich habe doch schon wieder so einen bekommen. Nee, habe ich nicht. Okay. Anscheinend. So, wunderbar. War das... Oha. Hier ist aber der flotte Auto los. Macht mein Nachthara den meisten Schaden? Das würde mich stark wundern. Na, ganz schön agil hier, wie sie mit der Hüften wackelt. Vielleicht ein bisschen zu übertrieben. Aber warum sie nicht? Sie haben eine Falle auf. Ja, ich hab's gemerkt, mein Lieber. Ich hab's gemerkt. Die Mana-Tränke behalte ich alle mal. Weil ich glaube, die habe ich wirklich... Von denen, ich glaube, die kann ich wirklich nie wirklich genug haben. Die Frage ist, wo war ich hier schon? Ich habe das andere nicht vergessen. Sie haben eine Falle ausgelöst. Achso, ja, brennt.
Naja, Masenko, von mir aus. Einfach um die Ecke abgeschossen, ehrlich. Schön, supi, freue ich mich. So, Identifizierungsschriftrollen. Okay, ich glaube, hier habe ich alles. Dann kann ich wieder den größten Weg wieder zurückgehen. Und da unten weitergehen, wo sich der Weg von den Bodenplatten geöffnet und geebnet wurde. Die nehme ich mal. Ja, Stärke 4 ist jetzt nicht unbedingt so super. Oh, Luftschlusskarabine, hier kriegt man so viele Sachen. Plus 6 Eisschaden wäre natürlich super. Erhöhte Erfahrung, erhöhtes Zaubertrend, 21 Gesundheit. Weißt du was, dann kann das Zeug weg. Ihr Begleiter hat sich auf den Weg gemacht. Okay, die Frage ist, wann ist Nachtara wieder da? 1 Minute und 10 Sekunden, das ist okay. Ich glaube, je tiefer ich in der Mine bin, desto länger dauert es. Oder aber... Oder je voller das Inventar ist. Ich bin mir da nicht so ganz sicher. Ja, dann nimm doch mal eine Pulle, Mädchen. Die Skelette sind super. Die haben so viel Sachen jetzt schon. Die haben jetzt schon so viele Sachen abgewehrt. Hat sich echt gelohnt, der Zauber. So, unsere Nachthaare brauchen noch ein bisschen. Okay. Das kann weg. Das identifiziere ich mal. Wunderbar. Das kann rüber. Das kann weg. Erhöht jeden Giftschaden um 3%. Mache ich. Klingt jetzt doof, aber ja, mache ich. Schon alles leer, wunderbar. Ich hoffe, man hört das Knacken der Dingsbums nicht. So, Skelett hole ich mir auf jeden Fall noch mal. Kann ja nie wissen, wann man es braucht. War es das? Ich meine, klar, natürlich, ich will mich nicht beschweren. Sieht super aus bis jetzt. 13. Nee, dann kann das nämlich weg. 6 Rüstung und Mana, das ist super. Dann kann das weg. Und das kann weg. Wunderbar. Ich glaube, den Bogen behalte ich. Ich würde ihn einfach mal so ein bisschen auf Bogen spielen. Jo, und das waren die versunkenen Ruinen, so wie es aussieht. Von hier kam ich nämlich. Okay. Ich gehe nochmal eine Runde und gucke mich nochmal um, ob ich noch irgendwas vergessen habe. Aber sieht eigentlich ganz gut aus. Auch mein Status, Ruhm, 6000. Ja, das läuft. Ah, hier runter geht's noch. Geht's noch hier runter? Nee, geht's nicht. Okay. Das sah nur aus, war aber überflutet. Was ich komisch finde, weil ich meine, bis zu Knien kann man schon mal ins Wasser gehen. Und da würde ich privat jetzt auch nicht unbedingt... Ah, Identifizierungsschriftrolle habe ich jetzt fast vergessen. Dann würde ich jetzt privat auch nicht unbedingt... Halt machen davon. Hier runter. Hier war ich noch nicht, glaube ich. Oder